Hallo, hallo, guten Tag, guten Tag. Brille ab. Ich weiß nicht mal, was für einen Tag wir haben. Also ich glaube, dem Glücklichen schlägt keine Stunde, ne? Stimmt schon. Quatsch. Dienstag, Nachmittag. Ich weiß. Das ist Earl Grey, kalt. Auch lecker. Mag ich inzwischen auch ganz gerne. So, den brauche ich gleich nochmal. Ich habe überlegt, was mache ich mit dem, was ich gestern da angefangen habe. Und dann fiel mir ein, das sind Bewerbungsmappen anscheinend. Ich wüsste es sonst nicht, wenn nicht Bewerbung auf einer draufstehen. Aber ich glaube nicht, ich habe im ganzen Leben noch nie eine Bewerbungsmappe gebraucht. So, hier sind die Sachen, die wir gemacht haben. Und da waren solche, so, wie nennt sich das, Keder, wo man sowas einschieben kann. Das habe ich rausgebrokelt. Hier ist leider ein bisschen Verschnitt gewesen. Das ist das, was ich... Ich muss mal eben gucken, wenn ich in der Kamera richtig drin laufe. Ne? Das habe ich jetzt fertig gemacht. So. Ne? Das ist fertig. So. Ne? Die Umschläge hatten wir schon. Also gehen wir von einer maximalen Höhe aus, wenn wir die Umschläge vielleicht hiermit verwenden wollen. Das ist ungefähr so groß. Mal eben gucken, wo diese... Ja, okay. Ist ungefähr so groß. Ich mache es ein bisschen größer. Und dann kann ich das mal gerade abschneiden, denn so groß, wie es jetzt ist, brauche ich es ja nicht. Ihr seht, die Bewerbungsmappen, die haben drei Dinger. Ne? Drei Dinger. Eins habe ich schon abgeschnitten. Und zeichne mir das hier auch gerade mal kurz an, wie viel da ab soll. Was das jetzt ganz genau werden soll, weiß ich immer noch nicht. Das ist eigentlich eine schöne, eine strukturierte Pappe. Warte mal, die hebe ich mal auf. So, dann kann ich... Jetzt habe ich es doch falsch gemacht gleich, glaube ich. Weil hier sind diese Einsparungen, die kein Mensch haben will eigentlich. Okay, wir werden es eh bekleben. Es ist nicht ganz so schlimm. Ne? Es ist nicht ganz so schlimm. Ich will mal schauen, ob ich es vielleicht schneiden kann. Ich wage es zu bezweifeln. Ist zu dick, mache ich mir meinen schönen Schneider mit kaputt. Ich habe noch einen anderen Schneider. Ich will mal gucken, ob ich den gerade vielleicht zufällig bei der Hand habe. Ja. Theoretisch habe ich ihn bei der Hand. Ich weiß auch, in welchem Regalfach er sich befindet. Ah, der gerade. Das ist ein Elend. Ich muss eben auf Stopp machen. Ich suche. So, ich habe immer noch kein Thema, aber... Ich habe dieses Gerstenberg. Fantastisch schönes Foto. Können wir nehmen. Schönes Foto werden wir nehmen. Auch schön werden wir wohl nicht nehmen. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist ganz toll. Werden wir nehmen. Jo, das ist sehr schön. Werden wir nicht nehmen. Das Buch ist bestimmt klasse. Ah, Patricia Highsmith. Und ihre Katzen. Ja. Das ist der Bär. Das nehmen wir. Seht ihr, es hilft doch, wenn man einfach alles mal aufhebt. Das nehmen wir nicht. Das könnten wir vielleicht nehmen. Das sind uralte Zeitungen. Oh, das ist ein toller... Uralte Zeitung, Financial Times Deutschland von 2010. Da seht ihr mal, guck mal hier, 2004. Ja, das hebe ich alles auf. Ich hebe alles auf. Es ist furchtbar eigentlich, aber andererseits auch wiederum nicht. Ihr seht, ich verwende das dann aber auch tatsächlich wieder irgendwie. Das gehört zum Beispiel jetzt witzigerweise komplett nicht hier dazu. So, wollen wir mal gucken, was wir hier noch alles haben. Ah, hier, das habe ich gesucht. Was ist das?
Oh mein Gott. Das ist furchtbar. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh. Nee, das lassen wir ganz. Das ist so süß. Aber das muss woanders hin, dieses hier. Ganz woanders. Da kann ich ja suchen, bis ich ins Koma falle. Das gehört zusammen. Tatsache ist, das gehört schon zusammen, aber es passt natürlich jetzt nicht zu meinem Thema. Aber wisst ihr, was ich suche? Ich suche immer noch meinen Hebeschneider. Ganz ehrlich, ich suche immer noch meinen Hebeschneider. Wir werden der Sache noch auf den Grund kommen. Irgendwann. Irgendwann, so Gott will. So, ach, jetzt habe ich die auch alle rausgelassen, die Pappen. Ja, gucken. Oi! Ah, das ist von L'Oréal. Guck dir doch erstmal an, wie toll das ist. Ich wusste nicht mehr, dass ich es habe. Das sind schöne Pappen, ganz tolle Papiere. Das ist aus einem alten Foto-Dings, was ich verarbeitet habe. Stabil. Aber ganz ehrlich gesagt, unschön. So, und die werde ich jetzt wirklich mal wegtun. Ganz ehrlich, ich werde jetzt mal wirklich mal zwei Bogen wegtun. Ich weiß mal nicht, ob man das jemals aufgibt. So. Aber es ist wirklich schrecklich, was ich alles aufhebe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist ein tolles Teil hier, gell? Das ist ein tolles Teil. Ich habe jetzt gedacht, ich würde vielleicht ganz gerne... Mich trifft irgendwann der Schlag, ich weiß das. Jetzt hatte ich ursprünglich gedacht, ich wollte das machen. Deswegen habe ich das jetzt gerade kleiner geschnitten, damit ich diese Blätter, die aus einer Zeitung stammen, verwenden könnte. Wobei, ich jetzt überlasse, ob ich das hier nehme, zum Beispiel. Und das, oder das für hinten, das für... Vorne, das ist vorne, wäre das doch richtig gut. Dann haben wir. Dann hätte. Achso, hinten. Okay, warte mal, da bleibt nicht genug von über, dass sich das lohnt. Ne? Weil wenn ich das da drauf. Wo ist es? Wo ist es? Oh Gott. Da. Da ist nicht genug von über. Das ist zu schade, das ist Verschwendung. Mensch, das geht nicht. Gut, dann habe ich die beiden übrig. Gut, die lege ich wieder weg. Okay. Dann hätte ich zum Beispiel, oder ich habe die Frau außen. Das wäre natürlich noch richtig schön mit der Frau außen. Was macht die über? Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht Fuß hinten, dann hätte ich die doch mal weg. Gerstenberg, so lange aufbewahrt. Und dann machen wir auf. Dann haben wir hier die Sonneblumen. So. Passt jetzt überhaupt nicht. Ist egal. Passt auch nicht drauf vom Format. Noch blöder. Passt überhaupt nicht. Mache ich nicht kaputt. Ist zu schön, das Foto. Ah, Petra wieder. Ach, Moment mal. Ich habe hier noch was. Die Welt der schönen Dinge. Die Welt der schönen Dinge. Die schönen Dinge dieser Welt. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber jetzt sind wieder so wahnsinnig viele Möglichkeiten gerade gegeben hier, dass ich so ein bisschen kurz davor bin abzuheben. Ja? Okay. Ich mache das mal eben fertig ein bisschen. Es geht weiter. Das ist eine uralte Seite aus der Flo. Und hier hinten habe ich schon diese aufgeklebt mit diesem Bastelkleber. Da ist immer noch ein Rest von drin. Das müssen wir irgendwie abdecken. Das haben wir noch nicht. Aber das haben wir gleich. Und zwar müssen wir das mal kurz anzeichnen. Dass wir es möglichst gerade drauflegen hier. So, muss ich noch mal einmal kurz schneiden. Dann hätten wir Vorder- und Rückseite von außen schon fast fertig. Fast fertig, sage ich nur.
das so da drauf. Wobei. Ich muss mal kurz in mich gehen. Das da drunter Papier ist nämlich auch wunderschön. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen mehr ausreißen wollten. Hier. Na, ein bisschen vorsichtig. Da sind noch die Haare. Ja, und da können wir auch noch mal ordentlich. Vorsichtig, wenn es geht. Ja, nicht zu nah. Das Buch. Vorsicht, das Buch. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was ist hier. So, das haben wir schon mal. Oh ja. Ich hatte eigentlich vor, das hat sich jetzt erledigt, ich wollte das eigentlich rausschneiden für hinten, aber das haut jetzt nicht alles hin. Wenn ich das jetzt umdrehe, haut es auch schon mal gar nicht hin. Nein, hör auf damit. So, da kommt jetzt mal ein blauer Rand entlang. Brauchen wir mal kurz eben. Seite zum Unterlegen. Na komm. Habe ich das jetzt blau hier? Ja. Ich habe es blau. Ich weiß immer noch kein Thema, aber wir arbeiten uns ran. Ihr seht das. Das meine ich damit, dass man nicht vorher alles plant. Um diese Art der Gestaltung, da haben wir mal zu praktizieren, braucht man eine Menge Zeugs, ne? Indem man dann einfach mal wühlt und guckt, was einen da mal gerade im Moment anspricht, was einem vielleicht gefällt. Und so, das wäre das. Das kleben wir auf. Ja, das ist natürlich dieser blöde Bastelleim, der ist nicht prickelnd. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber es hilft ja nichts. Ich muss ihn ja auch mal aufbrauchen, das hilft ja nicht. So. Der ist nicht schlecht, er klebt auch gut, nur ist sehr nass. Ist ein sehr, sehr nasser Kleber. Jetzt sind wir bald am Ende mit dem Teil hier. Gott sei es gedankt. Gott sei es gejubelt und gepfiffen. Ich wollte jetzt nur nichts mehr wegwerfen, wisst ihr. Diese ganze Wegwerferei ewig, die geht mir wirklich auf die Nerven oft und ich bemühe mich möglichst, ich muss das mal auseinanderklappen, das haut so nicht hin, bemühe mich möglichst wenig immer wegzuwerfen noch. Naja, in allen Bereichen eigentlich mittlerweile, ne? Also ich meine, dass ich jetzt jede Menge Tonnen von Büchern wegwerfe, ist natürlich eine andere Sache. Es liegt aber einfach daran, dass Bücher in dem Sinne, so Rumänchen, leider kaum noch einen Wert haben, ne? Sie mögen noch so schön sein, die Geschichten. Die guten habe ich ja gesaved und die habe ich in Bücherschränke gestellt und mehrere immer wieder. Ich habe auch noch welche oben, so ist es nicht. Na. Aber wie gesagt, man braucht es auch gar nicht mehr ins soziale Kaufhaus reintragen, weil die sagen, oh Gott, jetzt kommt sie schon wieder mit Büchern. Wir wissen nicht, wohin damit. Ne? Wir wissen es nicht mehr. Die kriegen so viel Bücherzeug. Gucken, dass wir es einigermaßen glatt drauf kriegen. Ja, ich habe hier zufällig ein Nasstuch in der Hand. Man könnte es wahrscheinlich sogar besser mit dem Trocknen machen. Wartet mal, nehmen wir das. Ja, geht genauso gut oder vielleicht sogar besser. Wichtig ist, dass wir versuchen, keine Blasen drunter zu haben. Ne? Man könnte auch so eine Scheckkarte nehmen, so eine alte, wisst ihr so, ne? So habe ich aber jetzt nicht hier. Ich gucke mal ein, ich weiß nicht, wo sie ist. Das Papier ist natürlich nass geworden, sehr, weil dieses ist sehr, sehr dünn. Mist die Glocke. Hat es hier drüber geschmantelt, aber ist nicht so schlimm. Und jetzt ist dieses Ding nass, ne? Das Papier ist jetzt nass. Das Papier ist jetzt nass. Genau, so machen wir das. Ob ich da noch genug von drin habe, dass er dann endlich leer ist, soll ich es mal riskieren?
Aber ich wage es zu bezweifeln. Ne? Oh oh, der ist jetzt tatsächlich leer. Uhu Bastel. Kleber. So, jetzt müssen wir da mal rumbuddeln. Da haben wir noch einen anderen Kleber, der auch für sowas ganz gut geeignet ist. Oh ja, das wollte ich euch noch erzählen. Ich weiß nicht, mögt ihr auch die Sachen von La Blanche? Ich mag die so sehr gerne. Und ich kaufe ja seit vielen Jahren, seitdem sie eigentlich auf dem deutschen Markt hier mit Bastelzeug unterwegs ist, bin ich bei La Blanche Kundin. Das hält ihr ja auch oft an den schönen alten Sachen, die ich noch so von ihr habe teilweise. Und egal, auf jeden Fall gibt es jetzt Weihnachtssets. Die sind heute Abend bei Hokanda in England, wobei ich niemanden raten möchte, da zu bestellen. Die sind saumäßig teuer, die Sachen im Verhältnis zu hier. Ich sage es einfach nur fairnesshalber dazu, weil letztens hat jemand gesagt, oh toll, ich bestelle bei Hokanda. Ja, ich sage ihnen, seid ihr eurem Geld nicht böse oder was? Viel zu teuer. Viel zu teuer. Ganz, ganz ehrlich. Naja, egal. Und sie hat ein neues Set demnächst. Heute oder morgen. Ein Zirkusset. Und ich hatte doch so ein tolles von Stamperia. Ich weiß bis heute nicht, wie es gesprochen wird. Ich sage auch Stamperia. So, das ist ja schon mal nicht so übel, ja? Das ist ja schon mal nett. Das Problem ist nur, dass das jetzt trocknen muss. Das ist das Problem. Ja. Auf was für Ideen ich wiederkomme, das ist wirklich erstaunlich, ganz ehrlich. Ah, die Ecken, die kann ich eben manuell besser nachschneiden, den kleinen Zwietscher hier. Da ist noch ein bisschen Kleber womöglich dran und dann habe ich den teuren. So, der Punkt 1. Da kommt jetzt noch eine Untergrundgeschichte rein. Müssen wir mal schauen, was wir da nehmen. Das ist zu schade. Das ist wirklich zu schade. Ich würde mir ganz gerne dieses jetzt hier vorne noch reinhauen. Das gefällt mir sehr gut. Kriege ich das drauf? Warte mal, wir machen es mal anders. Dann kann ich mal sehen, wie viel überstehen muss. Ach, Mensch. Also bis hier und bis hier. Kriege ich mal ein Bleistiftchen, dann kann ich mir es besser vorstellen. Oh, nee, das ist shit. Dann fehlt das Schönste. Wenn ich jetzt oben alles oben mache, dann fehlt unten alles. Dann fehlt unten hier. Hm. Das ist jetzt aber wirklich nicht so schön. Da muss man so. Okay, dafür sind mir die Seiten zu schade. Ich tue sie wieder weg. Einmal die. Wir haben auch andere Dinge, die wir hier verwenden können. Wir können das. Smile, Love, Live. Das ist doch nett. Lass uns das doch nehmen. Jetzt brauchen wir immer noch für die Rückseite irgendeine Pappe. Smile, Love, Live. Ja, genau, mache ich das. Mach das. Ich mach das. Ich sag es doch schon. Smile, Smile, Smile. Mhm. Ich versuche das jetzt gerade mal anzuzeichnen. Und es muss kürzer. Auf jeden Fall muss es etwas kürzer. Das ist das Problem mit diesen anderen Klebern. Die Seiten sind so aufgeweicht und nass. Das ist keine schöne Geschichte mehr. Denkfehler, weil ich hätte hier die Schrift dann weg. Das ist nicht so schön. Dann tun wir die Markierung einmal eben wegradieren. Nicht so schön. Nicht so wunderbar schön. Machen wir das nochmal. Achso, kann ich mir merken, hier bei dem Kästchen, bei dem unteren Kästchen sind wir ungefähr. Warte mal. So. Okay. Und die Breite. Zu breit. Zu breit. Zu breit. Viele kann ich hier nicht wegnehmen. Nur so ein, oder ich nehme es hier weg. Ich nehme hier so einen guten halben Zentimeter weg. Ja, La Blanche, oh, ich komme zum Netz. Ich bin wieder am Abschliffen. Schau, Mensch, entschuldige bitte. Sorry, sorry. Naja, auf jeden Fall bin ich in. Ach, jetzt bist du klein. Bin ich in einer La Blanche-Gruppe bei Facebook. Mhm. Da.
braucht jetzt hier tatsächlich was. Ich brauche da noch was. Hallo, wisst ihr, dass ich da noch was brauche? Hallo. Aber was? Jetzt stehe ich da mit meinem Kurzhemd. Weil das wird ja komplett abgedeckt. Wisst ihr was? Ich suche mal eben. So, ich nehme dieses. Das ist The Luxury Stack. Und da waren 48 Seiten drin. Da ist schon sehr viel raus inzwischen im Laufe der Zeit. Aber das ist ein unheimlich dickes, fettes Papier hier. Und ich werde das mal eben. Beziehungsweise, das war ja nicht ganz genau passend. Mach doch jetzt keinen Fehler, Fräulein. Tu es doch mit. Ich hänge so an. Es wäre nur so schön, wenn man es irgendwo dranlegen könnte hier bei mir. Ne? Und das wäre nicht alles so krumm und schief. So, und dann müssten wir das so bis ungefähr hier gehen lassen. Okay. Dann schneiden wir das mal zu. Können wir das auch mal verwenden? Das ist nicht so meine Tragenweise, dieses glänzende Zeug. Ah, jetzt habe ich hier natürlich wieder die Markierung. Ich habe es noch gemerkt. Genau, gnädige Frau. Passt das einigermaßen da drauf? Oder habe ich das schief? Ist hier was schief? Das sieht eigentlich nicht schief aus. Warte mal, es ist. Manchmal täuscht es. Das täuscht. Wenn man es richtig drauflegt, täuscht es. So, das möchte ich dann so machen. Das passt sich so ein bisschen an, so ein kleines bisschen passt sich das an. Es ist nicht so ganz glücklich, aber es ist okay für mich, ja. Es ist okay. Dann könnte ich das andere da drauf pappen, da drauf pappen, da drauf pappen. Das ist die Frage. Ich glaube, ich mache das gar nicht mit dem Einzwitschern. Das ist mir zu viel Mühe im Moment. Furchtbar, ne? Ich bin schrecklich. Könnte aber sein, dass ich einfach sage, okay, ich hatte doch hier so ein Stück Folie da, dass ich, nee, das ist es, das, da sind die Ecken, dass ich das vielleicht noch so da drauf, das war das, ach so, ja, ich hatte es ja kleiner, jetzt habe ich mir erschrocken, ich hatte es ja kleiner geschnitten, stimmt, das ist auch blöd, das ist, wäre noch eine machbare Angelegenheit, das könnte ich noch machen. Und wenn ich dann, oder, da brauche ich das gar nicht, das brauche ich gar nicht, das ist glaube ich stabil genug, diese Pappe, wenn ich das da drauf mache. Wobei, das möchte ich nicht verlieren hier, ich mache das anders. Ist das so? Immer noch nicht richtig. Nee. Das wäre hier. Ich schneide mal gerade. Ich probiere das mal. Warte mal. Da ist die Spitze und hier ist meine Markierung. Mal schauen. Ja, es hat ja weiter nichts zu halten eigentlich. Ne? Hätte ich jetzt höher machen können. Da bin ich jetzt nicht so glücklich mit, ganz ehrlich. Ganz ehrlich! Ach so, warte mal, das geht nicht höher. Ich bin doof. Das ginge nur höher, wenn ich so machen. Reicht das? Oh ja, das würde reichen. Warte mal, das können wir hinkriegen. Wir können hier oben anfangen und würden dann. Ist ein bisschen schwierig jetzt, was ich hier vorhabe. Ja. Wir können da oben anfangen, ganz oben, und würden dann hier einen Endpunkt haben ungefähr. Okay, versuchen wir das nochmal. Ja, wir versuchen es. Dann hätten wir ein bisschen größeres Fach. Oben ist die Spitze, hier ist der kleine Punkt, da ist die Spitze, die wollen wir dann auch richtig draufnehmen. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt funktioniert hat, was ich hier gemacht habe. Nee, ich habe irgendwie einen Denkfehler. Oh mein Gott, ist das schwierig.
Bin ich denn wirklich doof? Ich bin von mir Wahnsinn umjubelt. Leckst du mich doch am Arsch. Ganz ehrlich. Scheiße. Oh. Ah, ich bin ja, I'm not amused. Wollen wir es mal vornehm ausdrücken? Ich überlege mir was anderes. Oh mein Gott, wie kann ein einzelner Mensch so dumm sein? Ich muss... Ich überlege mir was ganz anderes. Wir machen was ganz anderes. Ich bin zu blöd, ein Eck auszuschneiden. Oh. Mm. Ich habe ein Problem. Ich muss gucken, welchen Kleber ich jetzt nehmen kann. Okay. Das ist das. Ich wollte euch noch irgendwas... Irgendwas wollte ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Auch kann sein, dass ich das schon wieder rübergetragen habe. Oder liegt es da noch drunter? Nee. Ist egal. So. Demnächst in diesem Theater, gell? Okay? Dann kann man das so aufmachen. Wir haben immer noch keine Idee, welche. Das kommt noch daran. Ja. Also, ich hatte gedacht, dass ich das jetzt einklebe, ist klar. Dann wollte ich die Umschläge ja nutzen. Die sind dann einmal hier auch, genau. Dass ich hier so einen Umschlag zum Beispiel reinzwitscher, wo man hier noch was reinschieben kann und was drunter schieben kann. Bumm. Ne? Dann mache ich das so auf. Und wo ist hier die Öffnung? Hier. Hier wäre dann hier die Öffnung. Dann könnte ich zum Beispiel hier das Ding dagegen kleben. Dann hätte ich das so. Okay. Steht das so raus. Mehr nicht. Und kann das dann so aufzwitschern. Ne? Beziehungsweise geht es einen weiter und habe dann wo die Öffnung? Habe dann hier die Öffnung außen. Wäre auch nicht verkehrt. So. Ne? So. Ich überlege. Ist die jetzt hier die Öffnung? Ja. Die könnte ich dann hier so lassen. So mittig. Und auf dem zweiten so. Dann hätte man da was, da was, da was. Dann hätte man auch verschiedene Ebenen womöglich. Warum ist da jetzt... Ach so, ja, ja, das ist klar. Mhm. So, dann würde das so rausragen, so ein bisschen. Und dann könnte ich mal gucken, was noch so da ist. So, das klebe ich fest ein. Zum Beispiel so. Dann könnte ich hier noch was hinterklemmen. Vielleicht. Das mache ich so zu. So. Also das gefällt mir schon mal gar nicht so schlecht. Und vielleicht, wie klebe ich den Spein denn ab? Den müsste ich mit irgendwas abkleben. Mit diesem vielleicht. Hier, dieses alte Pflasterband. Das wäre nicht schlecht, in weiß. Ja, so weit, so gut. Ich muss jetzt noch einiges andere machen. Ich habe noch was zu tun. Soll ich sagen, man hat immer was zu tun. Den Müll nehme ich dann gleich schon mal mit. Den Stift tue ich schon mal weg. Meine Güte. Könnt ihr euch das denken, dass ich so von 2002 und 2000 habe ich noch Papiere und einzelne Seiten, man kann es nicht fassen, ne? All die Jahre immer aufgehoben, dies gehortet, das gehortet. Naja, früher hatten wir diese ganzen Beilagen der FAZ und Financial Times und wie sie alle heißen und die Zeit und ach, die Welt. Da hatten wir die ganzen Beilagen halt. Und da waren oft tolle Fotos drin. Ganz tolle Fotos. Das gefällt mir allerdings auch von dem Gerstenberg Verlag. Das ist ein Verlag, ne? Den kennt ihr ja sicherlich. Das ist, glaube ich, von 2000. Hier müssen wir uns noch auch schon was drüber lösen. Da kommt noch was hin. So, ich sag für heute mal Tschüss. Ja, es sind mir mehrere Fragen gestellt worden, die ich im Moment, es tut mir sehr leid, im Moment nicht beantworten kann. Ich kann auch nicht drauf eingehen, es tut mir leid. Diejenige wird vielleicht wissen, dass sie jetzt gemeint ist. Es ist nicht, dass ich was zu verbergen hätte oder was verheimlichen wollte, aber ich kann diese Fragen im Moment nicht beantworten. Ja? Bei anderer Gelegenheit vielleicht nochmal, ich weiß es noch nicht. Ergibt sich noch. Wenn ihr sonst irgendwas mal wissen wollt, was nicht streng geheim ist, dann bitte gerne Fragen her.
kann ich gern machen. Bis bald, macht's gut, bleibt gesund.